Icke Hüftgold mit heftigen Vorwürfen gegen Sat 1. Ja. Jo, Freunde der Fernsehsender, Icke Hüftgold hat ein sehr, sehr wichtiges Video auf Instagram veröffentlicht. Und zwar gibt es auf Sat 1 die Sendung Plötzlich arm, plötzlich reich. Nein, das hat nichts mit YouTubern zu tun. Plötzlich arm, plötzlich reich. Sondern das Ganze ist ein Tauschexperiment. Eine wirtschaftlich starke Familie tauscht ihr Leben gegen eine, die es wirtschaftlich nicht so gut erwischt hat. Und dann wird halt geschaut, wie man im Leben der anderen so zurechtkommt. Das Ganze ist auch nichts Neues. Auf anderen Sendern gab es sowas Ähnliches auch schon öfter. Zum Beispiel auf RTL 2, da gab es zwei Familien, zwei Welten. Mhm. Was sogar ziemlich cool gewesen ist, in der ersten Folge war irgendwie so eine Zahnarztfamilie drin. Und am Ende haben die dann mit der ärmeren Familie ein eigenes Businesses gestartet. War auf jeden Fall sehr sympathisch Krass. Anzusehen. Aber zurück zum Thema. Icke Hüftgold hat hier sehr harte Vorwürfe geäußert. Es geht um skandalöse Zustände bei Sat 1 und der Imago TV GmbH. Das Kind. Man muss sich vorstellen, wenn ein Schlagersänger sowas sagt, ist das schon ein starker Move, weil die jetzt ja meistens nicht als unbedingt gesellschaftskritisches Sprachrohr fungieren. Das Wohl von zwei schwer traumatisierten Kindern wurde von den verantwortlichen Medienanstalten mit Füßen getreten. Nachdem sie in die Wohnung der Familie eingetreten. Das heißt, die Medienanstalt hat einfach ein Kind mit den Füßen getreten. Das ist jetzt. Also, die haben das Kind getreten. Hallo? Getreten sind, konnten sie ihren Augen nicht glauben, dass dort mehrere Kinder zu Hause sind. Was genau mit der Wohnung nicht gestimmt hat, wurde im Video zwar nicht gesagt, allerdings kann man davon ausgehen, dass da nicht gerade gute Zustände geherrscht haben. Nachdem die Kamera aus ist, haben Hallo? Sie wohl am Abend so einen Zettel gefunden, wo jedes Familienmitglied eine eigene Spalte hatte. Dort konnte man sehen, dass die Kinder in psychologischer Behandlung sind. Nachdem Matthias, das ist der richtige Name von Icke Hüftgold, am nächsten Tag nochmal nachgefragt hat, wie denn so der Zustand der Kinder ist, hat er nach langem Hin und Her folgendes Statement erhalten. Dass ich dann vor laufender Kamera über jene Person erfuhr, dass die Kinder in der Vergangenheit durch ihren eigentlichen Vater schwerste Kindeshandlungen erlitten haben sollen, Oh no. Führte von meiner Seite aus zum sofortigen Abbruch der Dreharbeiten. Oh no. Erstmal muss ich hier wirklich sagen, dass ich einen riesen Respekt vor Matthias habe. Denn ich denke, viele Leute hätten das Ganze ignoriert, um einmal natürlich die Öffentlichkeit mitzunehmen, allerdings natürlich auch, um da ein bisschen Cash abzukassieren. Dass er mit den Zuständen unzufrieden ist und aufgrund dessen dann den Dreh abbricht von seiner Seite aus, krass. Finde ich wirklich sehr, sehr stark. Dass Sat 1 bzw. die Produktionsfirma Imago TV überhaupt mit so einer Familie dreht, kann ich ehrlich gesagt schon überhaupt nicht verstehen, weil ja, ich glaube, halt nicht, dass das unbedingt ins Fernsehen muss. Das Ganze so. Wird allerdings noch schlimmer, denn jetzt wurde er über die Zustände aufgeklärt, die in seiner Wohnung geherrscht haben. Einer der Jungen schlug sich laut Aufnahmeleitung mehrfach den Kopf an meine Zimmerwand, um sich selbst zu verletzen. What the fuck? Auf dem Weg zum Außendreh kotete dieser Junge sich ein. Der jüngeren Geschwister stand auf meinem Balkon im vierten Stock und schrie, dass er sich jetzt umbringen würde. Zudem schlugen sich die jüngsten Geschwister mehrfach. All diese Vorfälle seien direkt der Chefetage übermittelt worden. Das muss man sich halt wirklich mal überlegen. Die drehen da vielleicht zwei Tage. Die Kinder verletzen sich selber, sie verletzen sich gegenseitig, wollen sich umbringen und koten sich ein. Und die Produktionsfirma bzw. die Leute, die da arbeiten, kommen dann nicht irgendwie mal zum Entschluss zu sagen, okay, diese Familie ist fürs Fernsehen jetzt nicht so gut geeignet. Man kann hier ja schon eindeutig sehen. Das ist so fucking ruthless, no joke. Was teilweise im TV abgeht, ist insane. Wirklich, diese ganzen Dokutainment, IRL, Reality-TV-Formate sind so garstig besetzt und so schlimm einfach, was da abgeht. Und dafür muss man nicht mal Psychologe sein, dass die psychisch wahrscheinlich nicht so wirklich stabil sind und dass der Dreh die Kinder wahrscheinlich noch mal zusätzlich mitgenommen hat. Denn wenn man bis zu 10 Stunden am Tag irgendwas drehen muss, dann ist das Ganze natürlich mega anstrengend, gerade für Kinder. Selbst wenn der Sender am Anfang wirklich nichts davon wusste und davon ausgegangen ist, dass das ein ganz normaler, vernünftiger Dreh wird, dann kann man das erstmal ignorieren. Okay, haben die gemacht, lassen wir das mal liegen. Aber wenn man dann merkt, dass diese Kinder eben nicht psychisch stabil sind, dass sie die ganze Zeit sehr gefährliche Aktionen machen, dann sollte man doch eigentlich den Dreh abbrechen. Ich meine, der Dreh wurde ja auch abgebrochen. Allerdings halt nicht von der Produktionsfirma, sondern von Matthias, der nicht mal dabei gewesen ist, der das Ganze nur aus Erzählungen gehört hat. Im Geschäftsportal Media hat die Geschäftsführerin Andrea Schönhüber übrigens dazu gesagt, dass bei der Recherche einige Fehler unterlaufen sind und dass sie zu leichtgläubig gewesen sind. Hätte man
man sie haben sich auf die Aussage der Familien- und Familienhilfe verlassen und bedauern das natürlich zutiefst. Matthias hat allerdings schon im Vorfeld in seinem Video Folgendes dazu gesagt. Sie wussten alle vorher, dass diese Kinder in psychologischer Behandlung waren. Auch die Geschäftsführung von Imago TV, in Person von Andrea Schönhuber, musste diese Information gehabt haben. Die Redakteurin brach weinend zusammen und zeigte mir eine Nachricht vom vorherigen Tag, in der sie die Zustände anmahnte und ganz deutlich ihren Unmut äußerte, dass mit traumatisierten Kindern gedreht wurde. Ey, what the fuck, ein Screenshot dieser Nachricht sowie alle Hinweise, die belegen, dass der Sender und die Produktionsfirma von diesen Misshandlungen wissen mussten und zumindest im Vorfeld erahnen konnten, befinden sich in meinem Besitz. Das heißt, spätestens hier hätte es der Sender ja eigentlich gewusst, oder nicht? Ich finde es erstmal nicht so überdramatisch, dass sie mit der Familie überhaupt gedreht haben. Denn vielleicht haben die sich im Vorfeld ja wirklich einfach gut verkauft und man hatte wirklich keine Anhaltspunkte, dass da irgendwas schiefgehen kann. Aber spätestens beim Dreh hat man doch gemerkt, dass mit dieser Familie leider einige Dinge nicht stimmen und dass man die halt nicht ins Fernsehen stellen sollte. Das Ganze wurde aber, wie gesagt, vom Sender einfach komplett ignoriert. Ich möchte hier nochmal wiedergeben, was die Geschäftsführerin dazu noch gesagt hat. Es werden lange Gespräche mit allen Beteiligten geführt, Videoaufnahmen und Selbsteinkünfte eingeholt. Der Grund dafür ist, dass man dadurch verhindern wolle, dass Menschen ins Fernsehen gebracht werden, die sich in so schwierigen Lebenssituationen befinden, die der Öffentlichkeit nicht unterbreitet werden sollen. Wenn man sich im Vorfeld so lange mit der Familie beschäftigt hat, dass man Selbsteinkünfte geholt hat, man hat Videoaufnahmen gemacht, man hat sehr lange Gespräche geführt. Wie wollt ihr mir erklären, dass man dann nicht... Vor allen Dingen, wenn sie das ja wirklich also vorher alles abgecheckt haben, ist ja alles schön und gut, aber wenn doch dann währenddessen klar wird, so, ey, hier ist was nicht im Reinen, so, dann hört man doch dann spätestens auf, oder Chat? Nicht gesehen hat, dass die Kinder psychische Probleme haben, während ein Matthias das direkt beim Betreten der Wohnung gemerkt hat. Wem wollt ihr das denn bitte erzählen? Vor allem hat der eine Junge durch diese Misshandlungen auch folgende Schäden erlitten. Die Stuhlinkontinenz, die laut Aussage ein dauerhaftes Problem des Jungen sei, soll durch eventuelle Verletzungen des Analbereichs entstanden sein. Zudem lege eine schwerwiegende Rückenverletzung durch Tritte und Schläge des leiblichen Vaters vor. Ey, what the fuck? Zusätzlich wurde mir berichtet, dass die Kinder dieser Familie einer dreimonatigen Entführung ausgesetzt waren, wofür ich aber außer dieser Aussage sonst keine Belege habe. Klar kennen wir den Jungen jetzt nicht. Wir wissen nicht, ob man ihn das ansieht oder halt nicht. Aber es gab doch mehr als genug Hinweise darauf, dass man diese Familie nicht ins Fernsehen stecken wollte. Ja, und vor allem das halt Ganze helfen wurde sollte. Vom Produktionsteam also, das aber kann einfach ja nicht sein, komplett, dass man sowas erfährt und dann einfach die Kamera drauf hat, anstatt zu helfen. Ignoriert. Ein Sat.1-Sprecher hat dazu übrigens gesagt, dass er mit der Familie in engen Kontakt steht und dass sie sich schockiert gezeigt haben, dass so viel Privates und Vertrauliches in die Öffentlichkeit gestellt worden ist. Matthias selber hat allerdings bereits in seinem Statement-Video dazu Folgendes gesagt. Ich habe diese Familie gestern Abend in einem ausführlichen Gespräch über diese Schritte informiert. Ich persönlich glaube da Matthias, denn ich denke nicht, dass es ihm jetzt irgendwie um die Aufmerksamkeit gegangen ist, sondern wirklich darum, diese Zustände öffentlich zu machen. Ja, obviously. Und ich denke, bevor er dann sowas veröffentlicht, dass er sich schon mit der anderen Familie auseinandersetzt. Ist natürlich möglich, dass vielleicht einzelne Details nicht abgesprochen worden sind. Ich finde aber, dass alles, was er im Video gesagt hat, einfach Alter, mega wichtig ist, um zu merken, wie dreckig die Produktionsfirma hier gearbeitet hat. Sat.1 hat bei Instagram übrigens auch ein Statement dazu abgegeben und sie schreiben Folgendes. Wir bedanken uns bei Matthias Diss, bekannt als Icke Hüftgold, dass er uns über die Umstände beim Dreh zu Plötzlich Arm, Plötzlich Reich informiert hat. Unmittelbar nachdem wir seine Mail erhalten haben, haben wir begonnen, mit der Produktionsfirma und der Familienhilfe zu reden, um der Familie zu helfen und um die Zusammenhänge aufzuarbeiten. Diese Arbeit ist noch nicht abgeschlossen, aber es steht fest, dass Sat.1 keine Sekunde dieser Folge zeigt. Das haben wir Matthias Distel vergangenen Donnerstag schon mitgeteilt. Halt ich weiß, nicht. Was ihr euch jetzt so denkt. Da fehlt doch irgendwie ein Statement, oder nicht? Ja. Ich meine, das Mindeste wäre eigentlich, nachdem solche Vorwürfe bekannt werden, dass man sich ganz klar von dieser Produktionsfirma distanziert. Denn da ist kein kleiner Fehler unterlaufen, sondern da wurde effektiv versucht, eine Familie, die psychische Probleme hat, für Quote auszunutzen. Dazu hat sich Sat.1 nicht mal zu allen Vorwürfen geäußert. Denn dass überhaupt mit der Familie gedreht wurde, ist halt eher so das zweite Problem. Mhm. Das größere Problem ist, dass man trotz der Zustände der Kinder, die ja bewusst gewesen sind, weil man war ja da und man hat ja gesehen, was die gemacht haben, halt trotzdem ganz normal weitergedreht wurde, als wenn nichts passiert wäre, anstatt dass man den Dreh abgebrochen hat. Dazu gab es halt auch schon 2011 so einen Skandal. Damals bei der Sendung Mietprellern auf der Spur. Das war übrigens auch wieder von Imago TV und war halt ebenfalls einfach mega... Das scheint ja dann fast schon systematisch zu sein, oder? Also es ist ja dann wirklich so...
ja, scheinbar systematisches Ausschlachten von so Notsituationen. Krank. Und zwar haben sie bei einer Wohnung geklingelt, wo sie nur den 17-jährigen Sohn der Familie getroffen haben. Dieser ist übrigens auf eine Schule für geistig Behinderte gegangen. Sie haben den dann umgeschnitten, denn sie haben ihn eigentlich gefragt, ob er sich freut, seine Schwester zu sehen. Darauf hat er mit Ja geantwortet. Im fertigen Clip hat er allerdings nicht auf diese Frage geantwortet, sondern ob sie eintreten dürfen. Also das wurde einfach umgeschnitten. Was? Als der Sohn dann gesagt hat, dass die Kamera bitte draußen bleiben soll, haben sie das einfach ignoriert und sind einfach trotzdem in die Wohnung gegangen. Was? Der Typ war mit der Situation natürlich komplett überfordert und ist weggelaufen. Und Vera Entwehen hat dann zu ihrem Kameramann gerufen, hinterher, bewegt euch, hopp, hopp, hopp. Also sie sind ihm halt wirklich einfach hinterhergelaufen. Oh, das muss man sich halt wirklich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was die da gemacht haben. Hier kann man zumindest mal sagen, dass der Autor, der dafür zuständig gewesen ist, entlassen worden ist. Aber ja, wie aber krank ist das denn? Halt wen muss er dafür aufgeschüttet werden? Du hast eine geistig behinderte Person, die du erstmal umschneidest, dann ignorierst du einfach seine Aussagen. Und nachdem er mit der Situation komplett überfordert ist und er wegläuft, weil er keinen anderen Ausweg gesehen hat, läufst du ihm mit der Kamera hinterher. Wie krank ist das bitte? Insgesamt kann ich einfach nur nochmal sagen, dass ich es super stark von Matthias finde, dass er die Vorwürfe veröffentlicht hat. Denn er selber sagt auch, dass er jetzt eine Vertragsstrafe zahlen muss. Denn wenn man im Fernsehen unterwegs ist, dann unterschreibt man normalerweise eine Verschwiegenheitsklausel. Damit man halt nicht über den Dreh und wie das Ganze abgelaufen ist reden darf. Wahrscheinlich auch, damit solche Zustände nicht an die Öffentlichkeit kommen. Vor allen Dingen wird jetzt nie dass wieder er die Strafe jetzt einfach in Kauf nimmt und darüber hinaus natürlich auch noch auf die Gage verzichtet, finde ich persönlich einfach mega stark. Denn das ist wahrscheinlich einiges an Geld, was er jetzt verlieren könnte. Dass ihm das Veröffentlichen der Zustände da wichtiger ist, rechne ich ihm wirklich sehr hoch an. Ich finde es halt mega verwerflich, dass man trotz dieser Zustände weiter mit diesen Kindern gedreht hat. Und ihr müsst mal weiterdenken. Man hat ja nicht nur mit den Kindern weitergedreht, obwohl sie sich selber verletzt haben, obwohl sie gesagt haben, dass sie sich umbringen, sondern man hätte das Ganze am Ende sogar ausgestrahlt. Was von diesen ganzen Sachen am Ende im Fernsehen wirklich gelaufen wäre, wissen wir natürlich nicht. Aber um ein bisschen Quote mitzunehmen, wären da wahrscheinlich einige Dinge ausgestrahlt worden, die jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen sollten. Ja, kann ich nur sagen, absoluter Rotz. Absoluter Rotz, wirklich. Ehrlich, also das ist... Ja, ich kann es gar nicht anders sagen.